Hallo zum Kinopodcast Hören, was Sie sehen. Heute geht es um Avengers Infinity War. Spoilerfrei natürlich, das gehört sich so. Und ich habe mir heute einen Gast eingeladen, nämlich den Basti, Freund von mir, großer Marvel-Fan. Wir waren zusammen im Kino, haben den Film geguckt. Hallo. Genau. Also für mich gibt es Licht und Schatten in dem Film. Wie sieht es für dich aus? Es gibt wirklich schöne Momente in dem Film, aber wie gesagt auch wirklich Kritikpunkte, die man durchaus hier mit erwähnen kann, ohne natürlich zu spoilern. Wollen wir mit den schönen oder mit den nicht so schönen Dingen anfangen? Was hast du? Ich würde sagen, wir fangen mit den doch positiven Aspekten an. Also ich finde, die Effekte waren toll, die Kampfszenen waren super choreografiert. Es war auch schön, alle mal wiederzusehen. Richtig. Dieses also Klassentreffen. Ja, es war wie ein großes Klassentreffen. Man hat wirklich mal, es war auch interessant, wie in den Trailern ja schon zu sehen ist, wirklich mal unterschiedliche Charaktere, die sich vorher noch nicht begegnet haben, mal aufeinandertreffen zu sehen und auch zu beobachten, wie sie... Aber da ist für mich schon einer der ersten Kritikpunkte. Das habe ich mir ein bisschen intensiver vorgestellt, dieses Begegnen, dieses sich kennenlernen. Das kam ja teilweise zu kurz. Ja. Obwohl man auch wirklich natürlich überlegen muss, wie viel Platz da noch ist in so einer wirklich vollgeladenen Handlung für das Kennenlernen und die ganzen... Aber vielleicht war sie auch etwas zu vollgeladen. Die Handlung und auch die Charaktere, denn ich finde, nicht jeder, der mitgespielt hat, hätte gefehlt. Also jetzt. Es gab viele Charaktere, die waren einfach nur dabei, aber haben so wirklich elementar zum Fortschreiten der Handlung, wie das ja dann so sein sollte, nichts beigetragen. Würde ich erstmal zustimmen. Das fand ich schade. Da ist weniger vielleicht mehr. Okay. Ansonsten, ja, Action-Szenen waren super, aber an sich war es eine Aneinanderreihung von Action-Szenen. Was mir also auch gefehlt hat, ist, dass man die Konflikte, die ja aufgebrochen sind, in den Avengers, in den letzten Filmen, einfach auch nochmal thematisiert. Das wurde im wahrsten Sinne des Wortes beiseite gewischt. Und man hat davon nicht wirklich nochmal was gehört. Ja, richtig. Also wer wirklich, ich sag jetzt mal, eine tiefgründige Handlung sucht mit viel Substanz, der wird bei Avengers Infinity War vielleicht nicht... Also die Handlung der 150 Minuten lässt sich in drei Worten zusammenfassen. Thanos sammelt Steine. Ja, Thanos sammelt Steine, genau. Das ist auch jedem klar. Jeder, der diesen Film guckt, weiß, was geschehen wird. Und ich würde noch mal ein paar positive Aspekte hervorheben. Wer wirklich auf, ich sage jetzt mal, sehr epische Action-Szenen steht, krasse Prügeleien, der wird bei diesem Film auf jeden Fall auf seine Kosten kommen, würde ich sagen. Ja, wie gesagt, die Action-Szenen sind herrlich. Aber wer Substanz sucht oder ein bisschen Tiefgang, was ja teilweise auch in Superheldenfilmen schon vorkam, auch bei Marvel, für den wird's nichts. Und ich finde, Marvel hat uns auch ein Stück weit verarscht. Verarscht. Aber dazu kann man jetzt in der spoilerfreien Kritik nicht so viel sagen, weil... Doch. Also man kann zumindest sagen, es war ja mal angekündigt, die Teil Avengers 3 und 4 als Infinity War 1 und 2 zu machen. Dann ist man davon abgegangen, hat gesagt, nein, es werden zwei eigenständige, in sich abgeschlossene Filme werden. Und das ist es nicht. Also, das kann es auch nicht sein. Weil dieses Ende, es fühlt sich an wie der erste Teil eines Zweiteilers. Also, als wenn man jetzt Harry Potter und die Heiligtümer des Todes 1 geguckt hat. Da wird auf jeden Fall noch was kommen. Also, auch die angekündigten Tode, die es gibt, kann man ja auch spoilerfrei bestätigen. Klar, es gibt Tote. Aber das Schlimme an der Sache ist, dass ich viele dieser oder einige dieser Tode absolut nicht ernst nehmen kann. Und es gibt auch, das kann man vielleicht auch sagen, keine Überraschung. Naja, schon. Aber, ja. Aber ich sag mal, bei diesen, also ich würde es mal zweigliedern. Es gibt für mich Tode, wo ich sage, okay, die kommen wirklich nicht wieder. Da gibt es keine Überraschung. Auf jeden Fall. Und dann gibt es Tode, wo man sagen muss, oder wo man jetzt eigentlich schon weiß, dass diese nicht von Dauer sein werden. Dass der Tod dort keine Konsequenz sozusagen hat, sondern dass sie wie Superheldenfilm üblich über irgendeinen Umweg definitiv wieder zurückkommen werden. Ist das jetzt noch spoilerfrei? Ich hoffe.
Ja, schon. Schon, vielleicht. Ansonsten Entschuldigung. Aber wir haben ja auch nicht gesagt, wer es ist. Genau. Und vielleicht führen wir euch ja jetzt auch an der Nase rum. Nein, Quatsch. Also im Großen und Ganzen guter Film. Auf jeden Fall. Unterhält. Macht Spaß, ja. Obwohl, also mir war es teilweise wirklich ein bisschen zu überladen. Aber mit Schwächen. Nicht der epische, super Film, der die nächsten 50 Jahre Bestand haben wird. Also sagen wir zum Beispiel Civil War. Civil War habe ich mir, glaube ich, 2-3 Mal im Kino angeguckt, weil ich den gut fand. Das wird mir jetzt bei Infinity War nicht passieren. Bei dir? Auch nicht. Obwohl, wie gesagt, wir sind wirklich, das kann man sagen, große Fans dieser Marvel-Reihe. Wir waren wirklich auch sehr gespannt auf den Film und sind jetzt, ich würde jetzt nicht sagen enttäuscht, aber... Meinst du vielleicht, dass man auch durch diesen Hype, durch dieses 10 Jahre Marvel und 18 Filme und hat man nicht, dass man die Erwartungen auch selbst vielleicht schon so hoch gesteckt hat, dass man sie gar nicht erfüllen kann? Würde ich dir zustimmen. Es ist, man geht natürlich mit einer Erwartung rein und diese Erwartungen wurden jetzt, ich sag mal, anders erfüllt, als man es jetzt erwartet hätte. Wer ist eigentlich dein Lieblings-Superheld? Warum? Mein Lieblings-Superheld? Wow, schwierige Frage. Ich würde sagen, das ist doch Iron Man. Irgendwie mag ich den Charakter. Tony Stark? Seit Anfang an. Das ist der erste Marvel-Film. Und den da lieben, kennen, leiden, mit ihm gelitten. War der Hulk nicht eher, der dann zwar doch dazu... Ja, aber irgendwie war es... Ja, eigentlich ist er, egal, ja, stimmt. Egal. Aber es war so der erste, wo man so offiziell stimmt. Und jetzt gelegen war. Ja, genau. Alles gut. Tja, die Wertung. Was sagst du, Basti? Ich würde... Schwer. Ich würde sagen, ich 6 Punkte. Ja, ich... 6 bis 7. 6 bis 7 für die gute Unterhaltung. Aber es... Ja, man... Ja, meinst du, wir werden jetzt heimgesucht von Superhelden für die Bewertung? Weil nee, wir jetzt nicht 12 von 10 gegeben haben? Nein, würde ich nicht. Und dass sie uns prügeln? Glaube ich nicht. Gut. Es war ein guter Film, aber es gibt durchaus Kritikpunkte. Die man auch ansprechen muss. Die man ansprechen muss. Genau. Danke, tschüss, bis zum nächsten Mal. Dann vielleicht wieder mit Basti. Ciao. Ciao.